König Otto, Kaiser Franz und der aufmüpfige Münchner Hofstaat. Weil die Saison 1995-96 für die Bayern mit dem UEFA-Cup-Sieg versöhnlich endet, kommt der FC Hollywood mit einem blauen Auge davon. Ich glaube, dass wir eine sehr holprige Saison hatten mit Höhen, auch mit Tiefen, mit Auseinandersetzungen. Überall hört man nur eine verkorkste Situation. Mich kotzt das langsam an. Schuldzuweisungen gibt es nicht. Alle haben wir Fehler gemacht und deswegen haben wir unser Ziel, was die Meisterschaft betrifft, nicht erreicht. Die Seifenoper beginnt im Juli 1995 mit der Verpflichtung von Startrainer Otto Rehhagel. Nach 14 Jahren und 8 Titeln bei Werder Bremen wagt König Otto den gefährlichen Sprung ins bajuwarische Haifischbecken. Hier laufen die Dinge anders als in Bremen. Alles findet unter maximalem Medieninteresse statt. Der Spielerentwickler Rehhagel ist nicht gefragt. Stattdessen hat er es mit gestandenen Topstars und ambitionierten Neuzugängen für insgesamt 22 Millionen D-Mark Ablöse zu tun. Sein Motto, der Star ist die Mannschaft, birgt Konfliktpotenzial. Ich persönlich habe gewarnt, weil ich weiß, wie es ist, wenn man von einem Verein kommt, ob der jetzt Werder Bremen, Kaiserslautern, München, Gladbach oder sonst irgendwo heißt, dass dort ein anderes Arbeiten möglich ist. In München, Otto Rehhagel hat es richtig gesagt, wenn einer München unterschreibt, dann weiß er, was auf ihn zukommt. Erstmal läuft es rund. Mit 7 Siegen in Folge wird ein neuer Bundesliga-Startrekord aufgestellt. Doch nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Dortmund und Gladbach gibt es erste Risse. Mehmet Scholl beschwert sich im Kicker über den seiner Meinung nach inkompetenten Coach. Ich ziehe das konsequent durch, Rehhagel oder ich, jetzt tut's einen Schlag. Und wenn sie mich rausschmeißen, ist es mir auch wurscht, dann gehe ich. Fakt ist, wir spielen seit 8 Wochen und haben noch immer keine Taktik. Wir stehen doch nur so gut da, weil wir so gute Einzelspieler haben. Ich kann mich an einen Tag erinnern, Anfang November, wo wir uns geschlossen getroffen haben und eben über die Position Otto Rehhagel gesprochen haben. Offiziell Spieler, Vorstand, Manager, es war alles dabei. Und danach haben wir auch mit Otto Rehhagel drüber gesprochen und es hat sich dann wieder nichts geändert. Man hat schon gemerkt, letztes Jahr im November, irgendwas stimmt nicht. Das kriselt in der Beziehung zwischen Otto Rehhagel und Bayern München. Der Trainer sieht sich als Entscheider, dem niemand etwas zu sagen hat. Nicht die Bosse und schon gar nicht unliebsame Journalisten. Er zieht sein Ding durch, ständig begleitet vom Vorwurf der Sturheit und Führungslosigkeit. Entscheidungen, die ich treffe, die sind immer richtig. Mit Ihren Geschichten, die Sie über mich schreiben, können Sie mich nicht beeindrucken. Also meine Herren, ich habe keine Lust, mich immer zu wiederholen. Ich habe ja schon seit einem halben Jahr gesagt, die Aufstellung gibt es morgen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Sie aus taktischen Gründen nicht die Mannschaft umstellen muss, dann müssen alle Spieler das akzeptieren, auch Herr Scholl. Obwohl der Rekordmeister als Bundesliga-Zweiter und UEFA-Cup-Viertelfinalist überwintert, kehrt nie Ruhe ein. Ständig gibt es Brandherde. Das Duell der Alpha-Tiere Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann ist allgegenwärtig. Zudem sickern Interna aus der Mannschaft an die Medien durch. Es ist die Blütezeit des FC Hollywood. Otto Rehhagel hat sich immer gegen Geldstrafen verwahrt. Wir waren sehr oft bereit, ihm zu helfen. Wir waren sehr oft bereit, ihm den Rücken zu stärken, auch gegenüber der Mannschaft. Aber er hat sich wie so oft nicht helfen lassen. Das ist nichts Neues beim FC Bayern. Da kommt alles nach draußen. Egal, ob es in der Kabine gesagt wird, bei der Mannschaftsbesprechung oder im Bus oder sonst irgendwo. Das ist eigentlich das, was mich am meisten enttäuscht. Nur die Auftritte im UEFA Cup sind vollauf zufriedenstellend. Im Halbfinale wird sogar Johann Cruyffs FC Barcelona ausgeschaltet. Rehhagels letztes Erfolgserlebnis beim FC Bayern. Denn nach einer Niederlage gegen Hansa Rostock wird der Starcoach Ende April 1996 entlassen, was beim Titelkonkurrenten aus Dortmund Kopfschütteln auslöst. Ich war total überrascht, dass Otto Rehhagel zum jetzigen Zeitpunkt entlassen wird. Hat einen grandiosen Sieg gefeiert in Barcelona, für den deutschen Fußball unheimlich viel gemacht. Und hätte nach wie vor Chancen gehabt, deutscher Meister zu werden, UEFA-Cup-Finale zu gewinnen. Da habe ich kein Verständnis für diese Maßnahmen. Das schadet eigentlich auch den Trainern. Und der Trainerberuf wird nicht mehr ernst genommen. Und man ist oft nur noch ein Spielball vielleicht von Präsidenten. Und das darf nicht sein. Selbst nach dem Spiel hat von uns keiner daran gedacht, sich von Otto Rehhagel zu trennen. Er ging dann runter in die Kabine und sah dann einen Zustand, der eigentlich erschreckend war. Es waren noch einige Spieler da, die sehr teilnahmslos gewirkt haben. Ich glaube, an seiner Sturheit und seiner wenigen Bereitschaft,
etwas zu ändern, ist er schlussendlich gescheitert. Präsident Franz Beckenbauer höchst selbst übernimmt als Teamchef. Er zieht sich im Training ein Pfeilchen zu, Sinnbild der verkorksten Bayern-Saison. Mit dem Kaiser an der Seitenlinie wird man zwar nicht Meister, gewinnt aber die UEFA-Cup-Endspiele gegen Girondins Bordeaux. Zum ersten Mal seit 20 Jahren geht wieder ein Europapokal nach München. Auch wenn es nur der Cup der Verlierer ist, wie ihn Beckenbauer abschätzig betitelt. Die 15 UEFA-Cup-Saisontore von Jürgen Klinsmann sind bis ins Jahr 2011 Rekord. Der UEFA-Cup tröstet über einiges hinweg, aber das Priorität hatte die Meisterschaft und das haben wir leider nicht erreicht. Wenn man da mal die ganze Saison passieren lässt, dann muss man schon sagen, war es eine aufregende Saison, egal in welche Richtung auch immer. So endet sie doch noch erfolgreich, die rumpelige Bayern-Saison mit König Otto, Kaiser Franz und dem aufmüpfigen Münchner Hofstaat.